Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft After Humans. Ja, ich habe ja mal zu der ersten oder zweiten Folge mal gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich die Folgen aufnehmen werde. Und dann habe ich mir halt gedacht, komm, ich veröffentliche halt die Videos gegen morgens, weil ich immer wieder gesagt habe, ja, guten Morgen oder einen guten Tag. Da war ich ein bisschen unschlüssig gewesen. Und ich habe ja 7 Folgen am Stück aufgenommen. Und ja, weil wenn man einmal dran ist, dann ist man direkt immer wieder weiter am Aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja noch ein bisschen, ja, ein paar Bäume noch hingepflanzt. Habe oben das Baumhaus noch ein bisschen erweitert, so als, ja, Langeweile in dem Fall. Und ja, der Garten ist auch prächtig gewachsen. Und ich würde gerade noch sagen, ich schiebe mir mal einen Deluxe-Cheeseburger hinein. Habe ich noch welche? Nein, ich habe keine mehr. Und habe mir auch ein bisschen mal Stau gemacht mit, upsala, mit DecoCraft. Da es, sage ich mal, ein paar coole Sachen gibt, die ich ja oben eventuell einbauen möchte. Beziehungsweise, ich gehe mal ganz kurz hoch. Hier habe ich mal so eine kleine, ja, Aushöhlung gemacht für ein bisschen Beleuchtung. Weil nachts ist es halt schon ein bisschen dunkel dort oben. Das Holz habe ich mal, soweit es geht, mal aufgefüllt und habe mir gedacht, hier kommt eine kleine Terrasse hin, so ein kleiner Balkon, wo ich schon hier ein paar Stühle kann hinsetzen oder einen Tisch, wo man sich dann kann draufsetzen, den Sonnenuntergang genießen, fehlen halt noch die Wände natürlich. Hier wollte ich halt mein Schlafzimmer hinhaben, ein kleines, denn ich möchte halt gerne beim Aufstehen von der Sonne begrüßt werden. Das ist halt der Hintergrund dazwischen, weil ich wollte eigentlich hier wollte ich auch so eine Art Balkon machen, aber den habe ich jetzt dort unten hingesetzt und hier wollte ich dann halt, ja, keine Ahnung, was ich denn machen wollte, aber es steht Hauptsache da. Dann wollte ich hier in dem Bereich eine kleine Küche hinsetzen. Hier eventuell vielleicht ein Gäste-WC. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Aber das kommt bestimmt irgendwann. Nur was mich halt ein bisschen nervt, ist das hier. Ich weiß nicht. Ja. Ja, okay. Mir gefällt es jetzt so nicht. Aber was soll's. Ja. Denn es gibt immer noch einen Punkt, was mich ein bisschen stört, ist dort hinten mit Applied Energist. Ich habe schon, oder beziehungsweise wollte auch schon die Mod rausnehmen, weil ob es dort hineinpasst, ich weiß es nicht. Aber komm, ich lasse es drinnen, weil es kann nicht passieren, wenn ich die Mod raushole, dass Minecraft nicht mehr startet. Keine Ahnung. Ich will es auch nicht ausprobieren. Sie bleibt drinnen, fertig. Aber ansonsten ist es halt ein mega geiles Modpack, beziehungsweise Mods, die halt, sage ich mal, gut zusammen harmonisieren. So, hier ist alles voll. Das lobe ich mir. Dann wollte ich hingehen. Bäume. Genau, ich brauche Blätter beziehungsweise Holz, weil Holz ist, sage ich mal, bei mir noch eine kleine Mangelware. Wir machen mal diesen hier. So, da fällt mir gerade was ein. Moment. Weil ich weiß es nicht. Ach, Gott sei Dank, okay. Ich dachte schon. Weil es wäre jetzt ein bisschen schade drum, wenn jetzt, sage ich mal, diese Folge für euch dann ein bisschen komisch wäre. Zwecks mit der Auflösung. Beziehungsweise mit dem Bildschirm. Weil ich habe nämlich noch ein paar Einstellungen nach an OBS vorgenommen. Bisschen mit der, sag ich mal, Qualität bisschen rumgeschraubt, weil als ich die Videos hochgeladen habe, habe ich dann doch echt gemerkt, wie scheiße langsam mein Internet ist. Also es war unglaublich anstrengend, weil ich habe für ein 30-minütiges Video, die haben so bei mir so zwischen
1,5 GB und ja, so 1,5 GB und 2 GB. Und dann habe ich die hochgeladen und dann habe ich dann gesehen, die Zeit. Und die ist, die Upload-Zeit, die war dann bei, glaube ich, über 3 Stunden gewesen pro Video. Und ich habe mir gedacht, alles klar, war das vorher auch so gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich damals gebraucht habe, für ein Video hochzuladen. Und dann habe ich noch ein paar Einstellungen nach einer OBS vorgenommen. Vielleicht noch mit der Qualität noch ein bisschen rumgedoktert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe ja noch die Auflösung abgeändert. Denn ich habe ja bei mir einen, ja, etwas großen Monitor. Also einen 49 Zeller Ultra Widescreen. Und so spiele ich auch Minecraft. Halt in Ultra Widescreen. Das heißt, ja, riesengroß. Und dann war ich mir nicht sicher gewesen, ob ich noch die Ausgabeskalierung noch drin hatte oder beziehungsweise ich mir eingestellt habe, keine Ahnung. Aber soweit läuft es ja wie gehabt, weil ihr seht ja halt die Videos halt in Full HD, ja, also in 1080p. Ich habe auch schon überlegt, auf WQHD zu machen, aber das würde dann, sag ich mal, noch mehr Speicher fressen, beziehungsweise für mich ist dann halt der Speicher ja gar kein Problem, aber halt die Größe der Videos ist halt ein bisschen größer und dann habe ich auch noch länger dran für hochzuladen. Ja, willkommen im 21. Jahrhundert. Ich finde es halt ein bisschen, sag ich mal, ja, auf meiner Weise ja ein bisschen nervig, dass da auch bei mir nichts passiert mit dem Internet. Ich bin auch echt überlegen, ob ich soll auf das Starlink gehen. Da bin ich mir auch recht unschlüssig. Weil da könnte ich auch wieder mal anfangen, wieder zu streamen. Aber dann wüsste ich auch nicht, wie der Upload wäre beim Streamen. So, wir haben hier noch Holz, sehe ich gerade. Weg damit. So, wir gehen mal hoch schlafen. Ja, die Geschichte dazu mit dem Monitor ist halt, ja, ich wollte einfach mal so einen Monitor haben, weil ein Kollege von mir, der hat sich mal so ein Ultra-Widescreen geholt und habe ich mir gedacht, das ist schon ein geiles Teil, mal sowas zu haben. Und da bin ich einfach hingegangen. Und eine Sternschnuppe? Nee, ja, toll, Sternschnuppe. Oh Gott. Das ist mein Todespunkt. So, und da lächelt mich gleich die Sonne an. Bing! Ich hatte ja immer mit bis zu 2 Monitoren habe ich immer gearbeitet. Immer so 2 24 Zöller. Und dann habe ich mir irgendwann einen 34 Zöller geholt, also als Curve-Monitor, WQHD. Und der war damals schon verdammt teuer gewesen. Ich glaube, 600 oder 700 Euro habe ich damals für den bezahlt. Und der ging mir dann nach etwa fast 2 Jahren, ist er leider kaputt geworden. Also das war noch Gott sei Dank noch ein Garantiefall. Also ich glaube, noch einen Monat Garantie war da drauf gewesen. Und ich war froh gewesen, dass ich diesen Monitor halt damals bei einem Elektrohandel gekauft habe, der bei mir in der Nähe ist. Habe ich hier kein Eisen mehr? Moment. Eisen da. Und Stickies. Ja, die habe ich halt damals dort gekauft und habe dann zu denen gesagt, ja, der Monitor ist kaputt. Er gibt halt leider kein Bild mehr von sich. Und dann haben die gesagt, ja gut, okay, da ist ja noch Garantie drauf von einem Monat. Wir schauen mal, was wir mal machen können. Wir schicken mal zum Händler zurück. Also ja gut, okay, kein Problem. Und dann haben die ihn halt zum Händler oder zum Beispiel zum Hersteller zurückgeschickt.
Und die haben mich schon halt nach etwa 2 Wochen wieder angerufen, haben gesagt, ja, Herr Tralala, Ihr Monitor ist leider nicht mehr reparierbar. Da wären die Kosten doch schon ein bisschen enorm. Habe ich mir gedacht, okay, schade. Ja, also ich hatte dann mit diesem Monitor viel Spaß gehabt. Also war für mich eigentlich sehr, sehr geil gewesen, mit so einem Monitor zu spielen. Und habe ich dann gesagt, ja, wie sieht es dann aus jetzt mit den Kosten? Bekomme ich da, sage ich mal, einen neuen Monitor oder was Vergleichbares? Und dann haben die auch gesagt, nein, nein, da es ja im Garantiefall ist, bekommen sie halt in dem Fall ihr Geld wieder zurück. Und da dachte ich mir, ja, nice. Ja, fast 2 Jahre Monitor gehabt und im Endeffekt nichts bezahlt. Also das war dann schon, ja, geil. Und dann habe ich dann noch einen alten Monitor gehabt, also 24 Zöller. Und da dachte ich mir, ah, verdammt, ist das klein, ja. Also es war mega klein. Und da habe ich mal bei Amazon nachgeschaut und da war auch dann wieder ein Curved WQHD, also 34 Zoller Curved Monitor als WQHD für knapp 350 oder 400 Euro. Da habe ich mir gedacht, gut, okay, komm, was soll's, dann kaufe ich mir ihn dem halt. Da habe ich mir den halt gekauft für 350 oder 400 Euro, ich weiß es wirklich nicht mehr. Und da kam er an, alles aufgebaut und dachte ich mir, endlich wieder geil zocken, ne? Hat wieder Spaß gemacht. Und ja, als ich dann mal beim Kollegen gefahren bin, hatte der dann halt einen Ultra-Widescreen-Monitor gehabt. 49 Zoller. Da dachte ich mir, Alter, ist das mega. Das sieht richtig, richtig mega geil aus. Will ich auch. Und ich hatte einen anderen Monitor, da hatte ich gerade mal 2 Monate gehabt. Und ich war von diesem Monitor gerade schon wirklich fasziniert gewesen. Und habe ich mir, komm, schaust du mal bei Amazon reingeschaut, den Samsung Galaxy, Samsung Odyssey G9. Und da hatte der 1500 Euro gekostet. Ich habe mir gedacht, alter Schwede, das ist eine Stange Geld für einen Monitor. Und dann war schon mein Traum wieder vorbei gewesen. Da dachte ich mir, nee, so viel Geld bezahle ich nicht für einen Monitor. Und ja, das war, ja, doch, doch, das war, glaube ich, bei Amazon gewesen, wo ich das mal nachgeschaut habe. Genau, für 1500 Euro. Und da habe ich mir gedacht, komm, suchst du mal einfach so weiter, ja, mal andere Online-Händler. Und dann habe ich dann exakt diesen Monitor gefunden bei meinem Elektrohändler, wo ich den anderen Monitor gekauft habe vor einigen Jahren. Und da dachte ich mir, schaust du mal nach. Und dann hat dieser Monitor 1050 Euro gekostet. Da dachte ich mir, hä? Okay. Warum ist der denn so günstig? Ich habe mal auf die Modellnummer geschaut. Es war exakt dieselbe Modellnummer gewesen. Wirklich exakt dieselbe. Bei Amazon 1500 Euro. Bei meinem Elektrohändler 1050 Euro. Ich Telefon geholt, angerufen, hat gesagt, Leute, habt ihr den Monitor noch da? Ja, der ist bei uns noch auf Lager. Der ist im Beim Hauptlager ist er noch vorhanden. Also alles klar, ich möchte den gerne haben. Wäre es möglich, dass ihr den dort hinliefern könnt? Dann wäre es bei mir gerade in der Nähe von meiner Arbeit. Da kann ich dann nach Feierabend kann ich dort hingehen und ihn abholen. Ja, kein Problem. Übermorgen können sie ihn abholen kommen. Habe ich mir gedacht, alles klar, geil. Und dann bin ich dort hingegangen. Hab dann gesagt, ja, so und so, ich komme halt den Monitor abholen. Ich habe vorgestern angerufen. Ja, wir wissen schon Bescheid. Ich gehe ihn gerade holen. Und dann ist er erstmal für 15 Minuten verschwunden. Kam dann wieder aus einem Aufzug zurück mit einem riesengroßen Karton. Der war, ich weiß gar nicht, wie groß er war. Also von der Länge her, ich schätze mal so 1,50 Meter, 1,60 Meter. Und da dachte ich mir, what the fuck? Ich dachte mir, ach du Scheiße. Und ich war ja froh gewesen, ich bin froh, dass ich ein relativ großes Auto habe. Ich habe ihn so ohne Probleme reinbekommen. Aber wow. Alleine schon auch das Gewicht. Ja, der Monitor ist schwerer als mein PC. Und mein PC hat schon etwa 35 Kilo. Naja, gut, okay, 30 Kilo etwa. Und alleine schon der Monitor hat dann noch ein bisschen mehr gewogen. Da dachte ich mir, uff.
Okay. Und auf sowas zu spielen, das ist echt, ich weiß nicht, das ist für mich eine ganz andere Welt. Gerade bei Rennspielen oder Weltraumsimulationen. Das ist eine ganz andere Welt für mich. Und ja, dann kamen aber leider auch schon die nächsten Probleme. Als ich dann halt diesen Monitor hatte, hat alles wunderbar funktioniert. Windows hat mich begrüßt. Über die gesamte Länge. Aber dann, okay, ich muss erstmal alles einstellen. Ja, alles schön eingestellt. Und bisschen einige Spiele damit gezockt. Und dann etwa ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nach 3 Wochen, 4 Wochen etwa ging mir der Monitor kaputt. Also das heißt, ein Ausgang, beziehungsweise muss ich so sagen, ich kann ja diesen Monitor aufteilen. Entweder als Ganzes, als 49 Zoll für ein Spiel, oder ich kann ihn, sage ich mal, halbieren als 2x24 Zoll. Und da habe ich ihn halt dann so benutzt. Ne? Also mein Hauptmonitor war dann die rechte Seite gewesen, habe ich halt ein paar Spiele gespielt und auf der linken Seite mir gleichzeitig noch Videos angeschaut und was weiß ich. So, und dann war dann nach 3, 4 Wochen war auf einmal die linke Seite tot gewesen. Also kein Bild mehr, nichts gegangen. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht Display, Portkabel kaputt, keine Ahnung. Und da habe ich dann Kabel alles nachkontrolliert. Hat alles funktioniert. Ich habe die Kabel untereinander getauscht. Hat alles wunderbar funktioniert. Nur die linke Seite hat nicht mehr funktioniert. Da habe ich das Ganze mal umgestellt, wieder auf 49 Zoll, also auf einen Bildschirm. Und da war die eine Seite, die war einmal dunkel. Beziehungsweise der Bildschirm war dunkel. Da dachte ich mir auch, komm, bitte nicht. Paar Wochen alt und schon der Monitor kaputt. Und gut. Dann halt wieder alles eingepackt in den Karton, weil ich habe irgendwie immer so eine Vorausahnung, weißt du was? Wenn ich was kaufe, ich hebe immer die Kartonage, die hebe ich auf, ja. Also, wenn mal was ist, einfach wieder in den Originalkarton hinein und wieder abtransportieren. Und da bin ich wieder zu dem Elektrohändler gegangen, habe dann gesagt, da ist wahrscheinlich ein Displayport ist dort defekt oder eventuell das Panel, man weiß es nicht. Dann haben sie gesagt, ja gut, okay, schick mir wieder zurück. Und ja, dann haben sie sich nach etwa einer Woche wieder gemeldet, dass der Monitor wieder da ist. Und habe ich gesagt, ja gut, okay, ich komme wieder abholen. Und als ich ihn dann wieder zusammen oder wie als ich ihn wieder zu Hause aufgebaut habe, war ich wieder froh gewesen, wieder solch ein Monitor zu haben. Yippie. Und alles eingestöpselt, schaltet den Monitor an und auf einmal überall Streifen auf dem Display. Also wirklich so, als wäre er wieder kaputt. Da dachte ich mir, ach komm, bitte nicht. Habe ich da gedacht, der kann doch jetzt nicht wieder kaputt sein. Er kommt aus der Reparatur wieder zurück und dann wieder kaputt. Das stimmt doch was nicht. Und na, ich sag, komm, ich mach mal den Monitor aus. Kurz gewartet, wieder eingeschaltet, läuft wieder. Keine irgendwelche Streifen, Farben oder sonstiges. Er ist dann wieder gelaufen und läuft heute noch. Also ich habe ihn jetzt seit etwa einem Jahr. Und ja. Was will man da machen? Also, und ich bin auch froh, dass ich da auch noch eine Garantieverlängerung geholt habe von 2 Jahren auf 5 Jahre. Das heißt, er wird mich jetzt noch die nächste Zeit noch ein bisschen begleiten. Er kann ruhig jetzt, ja, die nächsten kommenden 4 Jahre noch ein paar Mal kaputt gehen. Ja, Garantie ist drauf. Also, ich würde euch empfehlen, wenn ihr solche teuren Gerätschaften habt, geht hin, versucht mal nachzuhandeln oder mal nachzufragen, ob es eine Garantieverlängerung gibt. Die kostet je nachdem, kostet die 50 € oder sogar 100 € mehr. Ja, für 3 Jahre mehr, was soll das? Und oder als Leasing. Leasing ist in dem Fall, wenn halt
das jeweilige Gerät kaputt ist, dann kommt da halt dann der Händler vorbei, bringt euch ein Ersatzgerät und nimmt das defekte Gerät mit. Aber auch abhängig, bei welchem Elektrohändler oder sonstiges ihr das gekauft habt. Also ich sag mal, ich bin kein Freund von Leasing. Ich bin lieber jemand, der, sag ich mal, direkt bar bezahlt. Und da kann ich sagen, das Gerät gehört mir. Man muss auch bedenken, für Sachen zu leasen, bezahlt man auch mehr. Ja? Zum Beispiel, nehmen wir mal an, eine Waschmaschine, ja, die kostet 700, 800 Euro. Ja? Ihr kauft sie, habt dann, sag ich mal, mit Garantieverlängerung 5 Jahre und habt ihr dann halt 800 Euro oder 700 Euro bezahlt. Wenn ihr aber diese Waschmaschine least für, sag ich mal, 5 Jahre, dann bezahlt ihr nicht die 800 oder 700 Euro, sondern auch etwas mehr. Da kann es mal so 900 Euro sein im Gesamten oder 1000 Euro. Das ist halt immer unterschiedlich, wie viel Prozent da noch dazu sind. Aber genug geredet. Deswegen habe ich mich gerade noch ein bisschen immer halt nachgeschaut, ob alles wieder richtig eingestellt ist, weil sonst hättet ihr ein ganz, ganz komisches Bild gehabt. Weil das wäre dann bei euch etwas sehr klein gewesen. So, was wollte ich denn tun? Ich habe es wieder vergessen. Ach, verdammt. Da redet man so viel über das ganze Zeug. Da hinten noch die ganzen Bäume muss ich auch noch abholzen. Ach, da ist wieder einer gewachsen. Ich glaube es nicht. Und wir müssen uns mal langsam Gedanken machen mit dem Lagersystem. Das wird, glaube ich, das nächste sein. Beziehungsweise das nächste Problem werden, das Lagersystem. Ich schau mal, ob ich noch... Ne, ich kann keine Truhen mehr bauen. Dann muss ich leider noch so machen. So, denn... Ups. So. Ach komm. Wir machen 4 Stück. Und setzen sie erstmal dorthin. Achso. Denn wir werden halt sehr, 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 sehr viel sammeln. Das Essen behalte ich mal. Die ganzen Kochdinger behalte ich auch mal. Dann müssen wir auch wieder irgendwann Materialien besorgen, das Eisen, Gold und das kommt ja auch noch alles noch hinzu. Kupferbarren. Apropos Gold und Höhle. Ich habe hier unten, war das hier gewesen? Wo war das gewesen? Ja, genau hier. Ich habe mich mal hier runtergegraben, habe hier noch ein paar Treppen gebaut. Hin und wieder stoße ich mir noch den Kopf an. Für auf die Ebene von Diamanten zu kommen. Also Diamanten gibt es ja ab Ebene... Ups. Ab Ebene 15 bis 0. So etwa. Ich weiß nicht mehr. Und da brauche ich halt ein bisschen Wasser, dass ich unten noch die Lava noch abkühlen kann. Damit wir uns dort weitergraben können. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wichtig ist erstmal ein Lagerhaussystem. Achso, ja. Die Farns. Da habe ich doch auch noch irgendwo. Hier, Jute, habe ich ja auch noch gemacht. Kommt mir ein bisschen wenig vor. Habe ich nicht noch mehr gemacht? Nee. Nee. Okay, dann sind es nur 7 Stück. Ich dachte, ich hätte mal mehr gemacht. Weil die Jute setzen wir mal hier rein. Damit wir auch noch ein paar Rucksäcke machen können. Wird es schon wieder dunkel? Nein, der Baum ist es. Das hat ein bisschen ganz komisch geflackert. Hm.
Das nehmen wir mal raus. Das nehmen wir mal raus. Da könnt ihr mal ein bisschen arbeiten noch. So. Habe ich überhaupt noch Erde? Das ist das nächste Problem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ein bisschen Erde habe ich noch. Wie gesagt, mit Deko-Kraft muss ich mich auch noch zusammensetzen, weil ich habe ja schon ein paar coole Sachen gesehen. Wie zum Beispiel für oben. Wenn ich die Küche bauen möchte, habe ich hier eine Küchenapparatur, Spanferkel. Und ich dachte mir, habe mir auch immer mal gedacht, oder ich glaube, das war noch in der letzten Folge gewesen, ich weiß nicht mehr, wo ich mir gedacht habe, wie kann ich das nochmal bauen. Aber man benötigt ja die Workbench von DecoCraft, wenn ich sie mal wieder finden würde. Ja, es ist mal wieder super, da ich es wieder auf Anhieb wieder finde. Wo ist sie denn? Ja, die Deko-Bank. Deko-Bank heißt sie. Denn hier kann man, sag ich mal, die ganzen Deko-Craft-Sachen herstellen. Und es sind verdammt viele Sachen dabei. Und auch echt coole Sachen. Aber dafür brauchen wir halt Lehm und Farbe. Ja? Rot, Grün, Blau. Und halt Lehm. Weil die brauchen auch je nachdem auch alle vier Sachen. So. Zum Beispiel hier der R2-D2. Ja, der R2-D2 gibt's, aber nicht den C3PO, ne? Egal. Aber das kommt erst im späteren Verlauf. Lagerhaus, genau. Lagerhaus ist jetzt so eine Sache, wie ich das angehen möchte. Ich habe ja gesagt, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge, dass ich ja das Lagerhaus hier unten haben möchte und später mit Applied Energies die ganzen Sachen auch als Lagerhaussystem mache, aber eher als einfache Variante oder beziehungsweise eine kleinere Variante, damit ich auch oben in meinem Baumhaus einen Zugriff habe auf meine ganzen Materialien. Schwierig. Denn ich glaube, ich muss dann hingehen, weil ich wollte ja eine Leitung auch hochziehen, mittig vom Baum. Das heißt, ich müsste, sage ich mal, jetzt habe ich mein Holz verlegt. Ups, das war das falsche Holz. Ah, verdammt. So, jetzt. Weil dann müsste ich das... Ist das ein ganz anderes Holz? Ups. Müsste das dann so bauen. Ist das ein anderes Eichenstamm? Eichenholz. Ja. Da haben wir schon das Problem. Das ist auch eine ganz andere Farbe. Eichenstamm. Ja, von Extra Biomes. Okay. Und hier ist es wieder Eichenholz. Das auch, ne? Ja. Verdammt. Irgendwo haben wir noch einen Baum so gesehen. Da muss ich den halt leider unten ein bisschen köpfen. Weil ich wollte hingehen, das Ganze halt ein bisschen breiter machen, dass es halt ein bisschen schöner aussieht mit der Leiter. Ja. Lagerhaus. Das lässt mir echt keine Ruhe. Dieses Lagerhaus. Da will ich mich eher hier runter graben. Leitern, habe ich überhaupt noch Leitern da? Ich habe keine Leiter mehr, okay. Okay. Die Stickies sind hier, so. So ging noch eine Leiter. Oder tun wir die mal dort hinein. Es wird schon wieder dunkel, das gibt's doch nicht.
Ja gut, da will ich auch. Mit den Treppen weiß ich auch noch nicht, weil die habe ich ja mit Carpenterblöcken gemacht. Die Treppen. Dass halt mal oben alles noch immer so aus Holz ist. Weil das gefällt mir auch besser. Aber vielleicht werde ich das auch noch ein bisschen abändern. Ich weiß noch nicht so genau. Weil hier sind sie so rum. Und hier sieht man die helle Seite. Und hier eher die dunkle Seite. Aber wir legen uns erstmal schlafen. Und dann würde ich sagen, war es das gewesen mit dieser heutigen Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis denne. Tschüss.